So, hallo Leute. Ja, späte Stunde. Ich melde mich mal mit einem Wort zu retten die Welt. Und zwar, im Moment bin ich an was dran. Und zwar unter den Herausforderungen. Und zwar hier Spielgut mit anderen zusammen. Bin ich bei 474 von 1000. Ich will unbedingt den Banner haben. Und ich bin da fast an der Hälfte angekommen. Deswegen dachte ich mir, falls ich mal zwischendurch streame, wundert euch nicht, warum ich mal kurz diese Fragezeichen mal mache. Ich mache das immer so, dass ich mir einteile, was weiß ich, an einem Tag mache ich drei, dann mache ich, wenn ich eine tägliche V-Bucks-Mission habe, oder also diese täglichen, wo es heißt, dreimal als Ninja abschließen, dreimal als Entdecker. Mache ich das auch so mit dem Fragezeichen. Dann mache ich das, wenn jetzt hier diese 10 Missionsalarme kommen. Nach 108er abschließen. Gehe ich nur 108er, mache mal 10er von pro Woche natürlich mit. Weil ich will den Banner haben unbedingt. Und quasi Fortnite als Spiel. Es gibt ja auf der PlayStation, auf der Xbox, ich glaube auch auf dem PC, diese Achievements. Trophäen nennt man hier auf PlayStation. Mir fehlt jetzt nur noch die hier. Die schleife ich schon seit 3 Jahren mit. Ich glaube, die letzte Trophäe habe ich 2018 bekommen. Auf der Vierer. Auf der Fünfer hat man quasi eine neue Trophäenliste. Also man nennt das Stack. Dass du die stacken kannst, die Listen. Seit ich die Fünfer habe, habe ich jetzt auch wieder Trophäen bekommen für Fortnite und so. Und jetzt stehe ich wieder bei 44 von 46. Und würde das gerne auch mal abschließen. Ne? Das heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ja, ich höre jetzt komplett mit Rette die Welt auf, um Gottes Willen. Nein, natürlich nicht. Nur ich will jetzt halt das mal fertig kriegen, bevor ich das ewig weiter hin und her schleife. Und ich weiß ja nicht, also ist jetzt nur so ein Gedanke, ich weiß ja nicht, wie lange Rette die Welt noch so existiert, wie es existiert. Kann ja sein, dass jetzt auf einmal gesagt wird, was weiß ich, 2023 oder 2022, wir machen Rette die Welt dicht, was natürlich auf jeden Fall nicht passieren wird, aber ich will mal ein bisschen vorsorgen, deswegen will ich das gerne abschließen. Wer das kennt mit dem Stacken, natürlich hier, Trophäen kann man ja stacken, also hier so Listen. Es gibt einmal, so eine, wie nennt sich das, Unterordnung, also es gibt ja sowas wie den asiatischen Raum, den USA-Raum und den Europa-Raum. Also hier das, was wir haben, ist der Europa-Raum. Also einmal PS4 und PS5 haben jeweils eine eigene Liste, das heißt zweimal EU, also Europa. Und dann gibt es noch zwei weitere Listen von Fortnite, Rette die Welt. So, das ist die US-Version, PS4-Version und PS5-Version. Man kann also quasi Fortnite viermal Platin machen. Kann man machen. Weiß jetzt nicht, wie das im Account geregelt ist. Ich denke mal, da müsste sich in US-Version runterladen, auf der PS4 natürlich. Da reingehen, sich Rette die Welt kurz mal anschließen und dann die Trophäen kriegt man, glaube ich, alle hinterhergeschmissen. Bis auf die eine hier, irgendeine tägliche abschließen. Guck mal, weiß gar nicht, ich glaube 5 Missionen oder sowas abschließen oder 3. Die muss man sich dann nur aufbewahren. Ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall kann man das Spiel viermal stacken lassen. Ja, was noch? Nee, das war's, glaube ich. Oder? Doch, PS4-Version. Ich hatte mal geguckt, wie auf der PS5, ob man sich die PS4-Version runterladen kann. Das kann man leider nicht. Da muss man extra auf die PS4 wieder switchen, um das da zu spielen. Was irgendwie ein bisschen komisch ist. Normalerweise hat man das so, dass man auf PS5 sich PS4 und 5er Version runterladen kann, weil die ist ja, die PS5 ist ja so, dass man auch noch PS4 Spiele drauf spielen kann.
Deswegen verstehe ich das jetzt bei Fortnite nicht ganz genau, warum. Aber ja, falls ihr noch, also ich meine, die meisten spielen auf PS4. Werft eure PS4 noch nicht weg, wenn ihr eine 5er habt, falls ihr das hier nochmal auf Platin machen wollt. Ja. Ansonsten, falls ihr schon die 1000 voll habt, den Banner habt, die Trophäe dafür habt, wechselt ihr, was weiß ich, auf die PS4-Version und pupp, habt ihr oben die Trophäe für spielt gut mit anderen zusammen und wahrscheinlich dann auch noch die Platin dafür. Ja, ansonsten, ja, wundert euch nicht, warum ich dann immer noch die Fragezeichen mache.